anrufen und SDN hier sind, dann spielen die auch gegeneinander. Das ist so das Standard-NIZ-Ding inzwischen. Ja. Okay, aber Belcampo, Results etwas schwächer als die von Ruven, aber wir haben die letzten Male gesehen, dass die Sets gegen SDN immer super knapp waren. Ja. Von daher, wir sehen auf jeden Fall, dass Belcampo sich verbessert und ich bin mal gespannt, was er gegen Chrom machen kann. Weil wenn man das ein bisschen grindet, also gegen Chrom und gegen Ike, auf jeden Fall nicht das schlechteste Matchup für Inkling, würde ich sagen. Gerade so an der Edge. Wenn man ihn dann an der Edge bekommt, dann hat er auf jeden Fall die Tools zu gimpen. Okay. Ah, wir sehen auch schon, da wird gut gegen getradet und kriegt hier ein paar Prozente mit. Das war eine gute Combo, aber die Ink... Splatbomb? Heißt es Splatbomb? Splatbomb hat nicht getroffen. Ja, aber man sieht, man tradet gegen wirklich... Ich glaube, beide Charaktere hier auch relativ schnell. Total, also sehr schnell, gute Kombos. Das kann man bei beiden Charakteren sagen. Oh, aber ein Fehler. Das reicht schon. Mhm. Erster Stock damit anrufen hier gegangen, aber... Das ist scary, weil die Kombos halt so clean sind. Die Kombos sitzen schon ganz gut und man stackt weiter Prozente. Das sind schon wieder 44 und selber hast du nur 103 im ersten Stock. Da musst du langsam mal deinen ersten verlieren hier. Jetzt 138, jetzt maybe die Edge Control. Ruven auf jeden Fall jemand, der sehr gut da drin ist, seinen Stock zu behalten. Ja, man muss auch sagen, einfach so schön, lange, effizient, möglichst viele Prozente eben dem Gegner beibringen und viele Stocks eben selber behalten. Dadurch gewinnst du einfach die Runden. Ja. Genau so ist es. Er hat jetzt gerade Max Rage. Das heißt, ab 150% machst du praktisch den meisten Knockback. Also du schlägst den Charakter deutlich döller weg nochmal, wenn du viele Prozente hast. Oh, Downtilt. Das tut richtig, richtig weh und jetzt 107%, das wird langsam knapp. Ja. Da bist du in Finish Range. Ne? Genau, auf jeden Fall. Also da hat Chrom mehr als eine Möglichkeit, einen zu killen. Und die Super Armor auf der Recovery. F-Tilt regelt. 3 gegen 1 Stock. Das wird schwierig. 176% jetzt. Auch den Ausgleich mal. Oder zumindest mal ein Stock geholt. Okay, er hat da gerade den Ink-Roller gemacht, weil auf der Farbe sind die Charaktere langsamer, außer Inkling. Ah, jetzt hier schöne kleine Combo. Je mehr Ink auf einem Charakter drauf ist, desto mehr Damage Schaden macht Inkling. Kleine Sachen, die man vielleicht hin und wieder mal erwähnen kann. Aber schöner Damage, schöne Kombos hier von Ruven. Die Abby war ein bisschen greedy, er kommt ein Hit dafür nur. Ja, man muss eben schauen und das ist Belcampos letzter Stock. Oh, schön. Das ist natürlich schmerzhaft jetzt alles, was du da an Prozenten verlierst, weil du musst jetzt hier noch 2 von dem Chrom eben wegziehen. Schöner Upsmash. Komplett geblockt. Ja. Jetzt gut Prozente schon mal gesammelt, aber kassierst eben auch ordentlich was. Die Backer ist sehr wichtig in diesem Matchup. Die Range. Eine gute Kombo, 140%. Jetzt aber auch schon wieder 93 selber eingesammelt. Das ist hier... Den Schlagabtausch fast auf Augenhöhe. Rob mit der Frage, gibt es eine NIZ im März? Ja, und zwar am 18. März. Die Anmeldung ist tatsächlich schon online. Ja. So, jetzt sehen wir hier aber, jetzt wird es ganz knapp hinten raus. 170% bei Chrom und 120% bei Belcampo. Der ist aber im letzten Stock. Das ist das 1:0. Für Ruven. Ja, also man hat gesehen... Moment. Ich bin hier natürlich jetzt nicht angemeldet. Das ist ein bisschen blöd. Mhm. Aber ja, das Bracket... Bracket-Link ist StarGG/Nitzri11. So. Ja, ich glaube, die lassen sich auch nicht lumpen und werden gleich schon in die nächste Runde gehen. Die Jungs. Ja, Rob, wäre cool, wenn du kommst. Auf jeden Fall. Ich will auf jeden Fall nochmal eine Revanche in Teams haben. So, wir sehen wieder Chrom gegen Inkling. Das ist gleich geblieben und auch die Karte ist dieselbe. Ein bisschen goofy Banjo-Kazooie-Mucke. Aus welchem Spiel ist das? Was? Aus welchem Spiel die Musik ist? Banjo-Kazooie. Also es ist ein N64-Spiel von Rare, also dem Machern von Donkey Kong. Sehr cooles Spiel. Und Banjo-Kazooie war so ein Charakter, den... einfach jeder drin haben wollte, unbedingt drin haben wollte. Und Nintendo hat einfach gesagt, Und am Ende haben sie sich breitschlagen lassen. Ja. Und jetzt ist er drin und jetzt spielt ihn keiner. Keiner spielt Banjo. Er ist aber auch
Also ich finde es trotzdem cool, dass er da ist, ja, aber er ist ein sehr nerviger Charakter. Ja, okay. So Projektile. So, wir sehen jetzt hier ersten Stock und bis jetzt kommt man relativ gut rein auf Seiten von Belcampo. Ah, tradet da schon gut was an Prozent neben rein. Muss man jetzt aber aufpassen nochmal. 84 zu 102, also ein kleiner Lead gerade, aber das heißt nicht viel. Gerade bei dem Schaden, den Chrom austeilen kann. Ah, jetzt hier auf der Edge wird sich da ein bisschen duelliert. Jetzt muss man gucken, kannst du verhindern, dass er recovered? Nein. Aber 122, 134, da wird fleißig getradet. Ah, relativ even bis jetzt noch. Oh, das ist der erste Stock, den er hier verloren hat. Man kann keine Links posten. Ach. Bam. Belastend. Ja, würde ich die Redaktion nochmal fragen. Die nach Redaktion, jawohl. Das ist wundervoll. So, okay, und jetzt hier Stock-Ausgleich. 30%, da ist noch alles drin. Das deutlich sieht schon mal deutlich besser aus als im letzten, ja, Match auch. Deutlich ausgeglichener, muss man sagen. Als letzte Runde. Ah, perfekt. Guck mal, der Nightbot. Sehr schön. Da ist er. Das ist doch wundervoll. So, und jetzt hier. Belcampo hat schon 90% wieder kassiert. Ne? Das ging relativ fix. Rufen war ein sehr genauer Spieler. Also, ja, es ist präzises Movement, Microspacing. Ja, man sieht auch, da wird es schön an der Kante eben gehalten. Und struggelt da ein bisschen wieder zu recovern und verliert den nächsten Stock. Ja, letzter Stock jetzt hier für Belcampo. Eventuell letzter Stock der Begegnung, der Matchpoint für Rufen. Ah, Splatterbomb. Oh. Oh, das sind gut Prozente, die man jetzt reinhaut. Oh, da hat er den Air-Dodge erwartet und hat nicht die Confirmed-Combo gemacht. Er hat wahrscheinlich gehofft, dass er den Kill direkt kriegen kann. Schöne Kombos hier von Ruven. Das ist es gewesen, das 2-0. Und wirklich eine starke Leistung einfach. Muss man auch sagen. Einen Moment. Okay, ja, es ist Winners Quarterfinals. Das heißt, es ist Best of 5. Ei! Also ist noch nicht vorbei. Es mal gucken. Ist noch nicht vorbei, aber Matchpoint. Es ist Matchpoint, genau. Matchpoint an Matchpoint an Matchpoint. Ich persönlich finde das immer sehr wichtig, Best of 5 zu machen. Es macht einen riesen Unterschied einfach. Ja. Also wirklich, ich zum Beispiel als Spieler brauche immer relativ lange, um reinzukommen, auch gegen die Charaktere. Ich hatte immer nicht so viel Matchup-Knowledge und brauchte diese Best of 5s einfach, um reinzukommen. Meistens stand es schon 2-0 für den Gegner und dann habe ich noch ein Comeback gemacht. Ja. Und ja, mal schauen. Also die Adaption, es könnte sein. Mal schauen. Also es sah ja zu Anfang auch sehr, sehr even aus. So, ja. Ne? Also vielleicht kann man das jetzt hier noch ein bisschen sauberer spielen. Ja, also man hat vor allem einfach bemerkt, dass... Ups. Hoppala. Safe Progress. Man hat vor allem einfach bemerkt, dass ja die Kombos sind natürlich ellenlang. Die Stocks bleiben bei Belcampo nicht so lang wie bei Ruven. An solchen Sachen liegt es dann. Also dann muss gezielter an den Kill-Moves gearbeitet werden. Und es ist halt schwer gegen Chrom, weil er so ein easy bread and butter hat. Also Jab into Back Air. Und die ist einfach... Boah, es ist schwer auszurechnen. Die tut halt auch richtig weh, ne? Und jetzt bist du eben an der Kante und da kommst du nicht mehr wieder. Das ist der erste Stock für Ruven, den er Belcampo hier nimmt. Ja. Und er setzt auch direkt wieder an. Lässt ihm keine Atempause. Ja, sehr, sehr cleanes Play hier gerade von Ruven. Der spielt auf jeden Fall so, als ob er diese Medaille hier unbedingt haben will. Der will gewinnen. Ja. Da ist, glaube ich, der Wille einfach da. Und das zeigt er hier wirklich viele Prozente, die er einfach reintraden kann. Ja, jetzt hier nicht so ganz erfolgreich. Kassiert auch selber jetzt ein bisschen was. Schön. Genau, das ist die Bread and Butter von Inkling. Und die muss auf jeden Fall sitzen, so wie sie gerade gesessen hat. Oh mein Gott, gerade noch überlebt. 14%, das ist schon wieder schwierig. Na, jetzt hier wird sich wieder ein bisschen geprügelt. Inkling jetzt wieder von der Kante runter. Kann nochmal recovern. Ja, schauen wir mal, wie sich das verhält. Und da ist tatsächlich der nächste Stock, den du verlierst. Und Ruven jetzt hier in wirklich einer sehr, sehr guten Position, das Match für sich zu entscheiden. So ist es. Ja, prozentmäßig noch relativ ausgeglichen. Aber du hast doch eben einen Stock mehr auf der Seite von Ruven. Das heißt, du kannst da ganz entspannt einfach gegentraden jetzt. Ja, ein bisschen Edge-Control hier.
Ei! Ah. Da die Recovery nicht geschafft. Schade. Schade. Gut, also hier sehr starkes Result, ja, gerade von Rufen.